Zu einer Weihnachtsparty der Filmschaffenden hatte das Medienboard Berlin-Brandenburg eingeladen. Berlins scheidender regierender Bürgermeister unterstützte in seiner Amtszeit die Filmbranche sehr und empfing sogar viele Hollywood-Stars persönlich. Jetzt gab es für ihn einen warmen Empfang. Zum Abschied seiner Amtszeit überreichte man ihm ein kreatives Geschenk. In Anlehnung an den Film Goodbye Lenin gab es ein Filmplakat mit dem Titel Goodbye Klaus. Obendrein schenkte man ihm Filmklappe und Regiestuhl. Wobi war sichtlich gerührt, nahm erstmal einen Schluck und erklärte: Na, der Terminkalender wäre weitestgehend so, wie er jetzt ist, wenn ich nicht Abschied nehmen würde. Aber trotzdem ist jeder Termin auch ein Abschied und ist auch sehr schön, dass man sich nochmal bedanken kann bei all denen, mit denen man zusammengearbeitet hat über viele Jahre. Und hier heute am Medienboard liegt mir auch besonders am Herzen. Die Kreativbranche ist eine der Gewinnbringer gewesen in den letzten Jahren für Berlin, hat das Image Berlins wesentlich mitgeprägt, hat Arbeitsplätze geschaffen und deshalb bin ich auch sehr, sehr gerne hier. Was sich Klaus Wowereit für die Zukunft wünscht, formuliert er so: Alles Liebe, alles Gute, Berlin vor allen Dingen alles Liebe, alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Na dann, goodbye, Klaus.